mit Robotern. 3. Und auch hier irgendwie wieder die Frage, ist es richtig, dass ich alleine hier bin? Dafür machen die übel Schaden. Aber ich muss halt erstmal den anderen signalisieren, ich bin da. Holt mich ab. Oder helft mir. Krass viel Schaden für alleine. Und da ist wieder so ein Roboter. Sondern mit Sicherheit wieder 3. Ne, ist nur einer. Aber einer ist verkraftbar. Aber wunderschöne Texture-Probleme hier. Ich sehe einen Roboter, ich sehe einen Piraten, ich sehe einen Schalter. Auf geht's. Ich sehe zwei Roboter. Der erstmal klaut. Klar. Nicht mit der ersten Salve sterben, das ist übel. Immer noch nicht so gut. Na, das ist jetzt richtig bitter. Ja, das kannst du öfter machen. Null Schaden ist gut. Okay. Maya Level. Essen, essen. Schalter. Bringst du mehr als der andere? Der macht den Weg frei. Und dann geht's da auch tatsächlich mal raus. Oder weiter, was auch immer. Hier sind noch mit Sicherheit direkt wieder Gegner.
Können wir sie umschleichen oder steht er da jetzt? Sehr angenehm. Das scheint ein geheimer Eingang zu sein. Ich sollte Lobo ein Zeichen geben. Yes! Wir zünden die Fackel an und schwenken sie wild hin und her. Es war nicht so eindrucksvoll, wenn ich ehrlich bin. Hat aber gereicht. Auf geht's. Okay, dann können wir ja jetzt vielleicht doch irgendwie mal was ausrichten. Du hast schon den Besten. Und da hast du gar nichts. Schutz vor Gift, er wird Armor, Aquaprisma, ja komm, hab nichts Besseres für dich gerade. Was kommt da rein? Nichts, was wir für dich haben. Okay. Da haben wir ein besseres Schwert. Das ist schlechter. Und Psi-Knoten kannst du behalten. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein und verdreschen den Rest, der da noch so rumeiert. Ja, manchmal ist es halt auch einfach reine Schikane, ne? Hi. Reicht das, wenn wir da einfach mal so draufhauen? Und Celine hat einen neuen Skill. Okay, der hat quasi die gleichen Skills wie Maya. Und den trifft man nicht. Ich werde in Zukunft wieder durchladen. Was hast du an Strike? Mehr als Maya. Ich habe das Gefühl, der hat überhaupt nicht getroffen gerade. Da war was zum Klauen. Angucken. Trank. Und natürlich ist da direkt ein Schalter. Das alles nur der auf? Das ist angenehm. Und da steht direkt der nächste. Die nächsten. Okay. Aber Maya kann direkt mal wieder was essen. Genau das.
Und eine Kiste. Blauer Inselschlüssel, während sich ein Roboter durch die Wand backt. Soll mir recht sein. Ich habe das Gefühl, das könnte zu dritt entspannter werden als eben. Selina schwächelt. Okay. Blaues Terminal, hatten wir das schon? Ich würde es mal hier runter versuchen. War das hier das Blaue? Na, großartig. Ja, da war das Blaue. Und Wespen. Ich hätte Arai mitnehmen sollen. Nö, lass das mal. So. Ist doch schon betäubt. Gucken, ob zwei reichen. Ja. Da ja, bei Selina auch. Da bin ich mir unsicher. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Selina hat eine Stufe zu schwaches Schwert. Das müsste eine Stufe höher sein, dann wäre das auch wieder geregelt. Abgeschlossen. Ja, du hast eine Karte. Steck sie doch da rein. Okay. Kiste. Warum bin ich eigentlich nicht überrascht? Ah, und jetzt macht tatsächlich der Schalter da rechts auch wieder Sinn. Weil wir jetzt so nicht mehr zurückkommen würden. Eins.
reicht wieder nicht. Der reicht. Okay. Da geht's hoch. Das ist eben auch schon 3. Das waren eben 2, oder? Der Sack klaut! Und der trifft nicht. Die trifft, macht aber keinen Schaden. Ihr macht alle zu wenig Schaden. Wird zwar nicht reichen, aber mit Lobo wird es dann vielleicht reichen. Jo. Dann können die beiden auch direkt was essen. So, und der macht jetzt nämlich unten wieder nach oben. Und dann können wir nach unten raus. Weil da war, wenn ich mich recht erinnere, die nächste rote Konsole. Das waren auch noch 2, als ich alleine war. Der Sack klaut. Glaub's ja nicht. Diebe und das in der Piratenfestung. Och, nö. Yes. So, wo war die rote? Hier ist die rote Konsole. Was kommt jetzt? Gelb oder grün? Kampf offenbar. Mehr davon. Kam der denn hergesprungen? Erstmal den weg, der potenziell tarnen kann.
Macht natürlich wieder nicht genug Schaden. Die aber. Und dann haben wir den auch mal weg. Und dann haben wir uns was Brot rein. Und weiter geht's. Da geht's raus. Und vorher noch ein paar Roboter. Der steht jetzt natürlich richtig böse. Also, räumen wir den auch mal als erstes weg. Aber die stehen eigentlich alle genauso beschissen. Ja, Sinjana ist echt Sorgenkind. Aber das gute Schwert hat Korben gerade.